Auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin. Dieses Zitat der Band Kraftklub beschreibt meinen Alltag recht gut. Der ländliche Raum ist unattraktiv. Das hat den Wegzug der Jugendlichen in Großstädten zur Folge. Das sorgt auch in meiner Heimatregion, dem Zittauer Gebirge, für ein regelrechtes Städtesterben. Durch eben diesen Wegzug ist ein Leerstand in den Städten und Dörfern deutlich zu erkennen. Dieses Problem wurde bei uns in Zittau jedoch nicht ignoriert, sondern angegangen. Junge Menschen suchten Platz, um ihre Ideen und Kreativität selbstverwaltet umzusetzen. Mithilfe der Stadtverwaltung gelang es so im Jahr 2011, ein sogenanntes Wächterhaus zu etablieren. Damit werden leerstehende Häuser genutzt und somit vor dem Verfall geschützt. 2015 ergriff auch ich die Initiative. Für eine symbolische Miete erhielt ich die Nutzungsrechte für ein leerstehendes Haus im Zittauer Stadtkern. So konnte ich bezahlbaren Wohn- und Arbeitsraum schaffen und durch Eigenleistung den weiteren Zerfall des Hauses aufhalten. Mein Name ist Tomo Neumann. Mein Name ist Tomo Neumann. Wie vorhin schon gesagt wurde, die meisten kennen mich wohl eher unter Joko. Ich bin 32 Jahre alt und habe mich bewusst dafür entschieden, in meiner Heimatstadt Zittau zu bleiben. Auch wenn diese vielleicht nicht so cool ist wie Berlin. Natürlich wäre es für mich ein leichter Weg gewesen, in einer Großstadt einen festen Job zu suchen. Stattdessen habe ich aber 2012 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und führe seitdem ein Graffiti- und Skateshop in der Innenstadt. Die Entscheidung, in Zittau zu bleiben, war für mich immer selbstverständlich. Wenn alle wegziehen, ist hier gar nichts mehr los. Und wer hätte dann den Jugendlichen legale Graffiti-Flächen gegeben und hätte mit anderen zusammen dafür gesorgt, dass Zittau eben keine sogenannte nationalbefreite Zone bleibt? Auch meine Jugend in den 90ern und den frühen 2000ern war von Naziterror geprägt. Jedoch habe ich die Lust auf die Stadt nie verloren. Im Gegenteil. Seit 2005 bin ich Mitglied der Linken und der Linksjugend. Mein tägliches Engagement widme ich vor allem der Antifa-Arbeit vor Ort. 2015 wollten sich im Zuge der Pegida-Bewegung auch in Zittau Rechte organisieren. Es gründete sich quasi sofort das Bündnis Zittau ist bunt, um dieser Entwicklung entgegenzutreten. Was als spontanes Bündnis entstand, ist heute eine feste Größe für Toleranz und Menschlichkeit im Ort. Schon seit Beginn helfe ich als Vertreter der Linken nach allen Kräften und Möglichkeiten bei den täglichen Arbeiten der Initiative. So bin ich auch dieses Jahr wieder für die Planung vereinzelter Veranstaltungen zur Aktionswoche involviert. Weiter engagiere ich mich im Café Eme, einem Club für Jugend- und Subkulturen Zittau. Während meiner Ausbildung, die ich teilweise in Dresden besuchte, knüpfte ich dort auch Kontakte zu verschiedenen linken Bündnissen. Recht bald wirkte ich auch regelmäßig bei Volksküchen mit und trieb das Konzept der Küche für alle auch zu Hause an. Jede Woche stellen wir uns so in die Küche des Emirs, um gemeinsam veganes Essen zu bereiten. Da Essen ein wichtiges Grundrecht ist, bieten wir es auf Spendenbasis an. Ein voller Magen darf nicht am leeren Geldbeutel scheitern. Wie ich bereits sagte, ist meine Heimatstadt sehr vom Jugendwegzug betroffen. Dies macht sich auch in der Jugendpolitik bemerkbar. Eine aktive Linksjugend gibt es schon lange nicht mehr in Zittau. Umso mehr freue ich mich, dass wir dieses Jahr geschafft haben, wieder eine Gruppe junger Menschen begeistern zu können, sich zu engagieren. Erst diese Woche konnte ich Ihnen zu mehr Eigeninitiative verhelfen. Die erste Fridays for Futures Demo in Zittau brachte gut 300 Menschen aller Altersgruppen auf die Straße. Vor allem bei organisatorischen Punkten war Hilfe zur Selbsthilfe nötig. Ich meldete die Demonstration an und kümmerte mich im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf. Auch in Zukunft will ich auf größerer Ebene vernetzen und linke Jugendpolitik im ländlichen Raum erkämpfen. Ich will ein deutliches Zeichen gegen rechts setzen und deswegen auf die Landesliste. Darum bitte ich, Tomo Neumann, um eure Fürstimme. Vielen Dank.